Es ist einfach immer wieder cool, ne? Die Hyperbowl ist ein virtuelles Produktionsstudio, wo wir letztendlich die Greenscreen-Technologie umgekehrt haben. Wir haben 500 Quadratmeter an LED-Fläche, auch oben an der Decke. Das, was früher in der Postproduktion in die gedrehten Inhalte eingebaut wurde, das haben wir umgekehrt und bringen jetzt schon den Hintergrund in die Kamera und waren die Ersten in Europa, die tatsächlich so ein Studio auf Unreal-Basis in Betrieb genommen haben. Unreal, das ist unsere 3D-Engine, die wir benutzen, um eine Welt zu projizieren. Dann wird die physikalische Kamera in die 3D-Welt rübertransferiert, also wird getrackt. Und somit hat man dann das Gefühl, man bewegt sich in dieser 3D-Welt. Der Vorteil der Produktionsweise ist letztendlich, dass wir viel schnellere Szenenwechsel realisieren können. Wir können jede einzelne Wolke kontrollieren, Sonnenstand, Schatten, Nebel. Wir können auch zwei Wochen später genau diese Situation wiederherstellen. Früher haben wir tagelang Straßen abgesperrt, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich muss das Auto nirgendwo hinfliegen. Wir müssen nicht reisen und das Ganze funktioniert dadurch einfach komplett nachhaltig. Was ich auf jeden Fall spannend finde, dass das ganze Storytelling ganz anders angegangen wird. Hier kannst du wirklich dich ganz frei örtlich bewegen. Du kannst von einem Ort zum anderen springen, du kannst eine Reise durchs Universum erzählen. Diese 3D, die man früher in der Post hatte, ist viel nahbarer geworden. Es ist einfach irre, wie diese Technik funktioniert, wie auch das Auge getäuscht wird und wie wir letztendlich, und das ist, glaube ich, das Allerallerschönste, alle unsere Kunden nochmal flashen können.